Hier seht ihr unseren Citroën Berlingo. Der ist jetzt 7 Jahre alt, hat 95.000 Kilometer drauf und warum wir nicht zufrieden sind, zeige ich euch gleich. Wir haben nämlich ein massives Ölproblem. Hier vorne seht ihr das Problem, das wir mit dem Auto haben. Am 13.12.21, also als das Auto 5 Jahre alt war, nach 71.000 Kilometern wurde der Zahnriemen ersetzt, weil er sich aufgelöst hatte. Und zwar ist es so, dass man bei diesen Motoren, das ist so ein Dreizylindermotor mit 1,2 Liter Hubraum und 110 PS, das sind diese PureTech-Motoren, da kam man auf diese schlaue Idee, den Zahnriemen ins Öl zu legen. Und weil man schon wusste, dass es wohl nicht lange gut geht, hat man festgelegt, dass alle 100.000 Kilometer bzw. alle 6 Jahre dieser Zahnriemen getauscht werden soll. Bei uns war nur das Problem, dass er bereits nach 5 Jahren und halt eben nach diesen 71.000 Kilometern dieser Zahnriemen sich aufgelöst hat. Und dann sind feine Gummipartikel im Motor rumgeschwommen quasi in dem Öl und haben dann alle möglichen Öffnungen verstopft und dann hat das Auto zum ersten Mal Motorfehler angezeigt. Es wurde dann auf Kulanz repariert beim Fachhändler, beim Citroën-Vertragshändler. Der hat dann auch zweimal einen Ölwechsel gemacht und alles gespült und hat gemeint, das ist alles in Ordnung. Und seitdem, das ist jetzt 2 Jahre her, haben wir ständig Probleme. Wir haben ständig Motorfehler, das Auto war zigmal in der Werkstatt. Der Händler findet aber nichts, sagt, es ist alles in Ordnung. Citroën fühlt sich nicht zuständig, den hatte ich auch geschrieben. Nach 3 Monaten, 3 Monate später, müsst ihr euch mal überlegen, kam die Antwort, wir sollen uns an den Händler wenden. Das hat quasi nichts mit dem ursprünglichen Problem zu tun. Auf Kulanz geht da auch nichts. Ja, und jetzt haben wir das Problem, dass das Auto ständig Öl verliert. Wie ihr hier seht, wurde am 20. Juni, also das ist genau 3 Monate her, wurde ein Kundendienst gemacht und auch nochmal ein Ölwechsel. Da hat man 3,5 Liter Öl eingefüllt. Und jetzt zeige ich euch mal, wenn man den Ölmessstab rausholt, das Auto zeigt wieder Motorfehler an, zeige ich euch mal, dass da kaum noch Öl drin ist. Ich habe Neues besorgt und dann schauen wir mal, wie viel noch reinpasst. Jetzt hole ich mal den Ölmessstab raus und ich hoffe, ihr seht es. Unten ist ja Min, oben ist Max. Dazwischen liegen etwa 1 Liter Öl und wie ihr sehen könnt, ist nicht mal unten an der Skala Öl. Also wird sicherlich deutlich mehr als 1 Liter Öl fehlen. Und das schauen wir jetzt gleich mal. Ölmessstab kommt wieder rein. Hier wird ja das Öl aufgefüllt und dann schauen wir mal, wie viel reinpasst. Wir brauchen aktuell, nur mal so als Info, wir brauchen aktuell 1 bis 2 Liter Öl auf 1000 Kilometer Fahrt. Also Wahnsinn. Deswegen war das Auto auch noch mal 2 Tage in der Werkstatt, nachdem ich mich schriftlich beschwert habe bei dem Geschäftsführer. Tja, und was kam dann raus? Sie haben es überprüft, haben gemeint, naja, wahrscheinlich brauchen wir einen Austauschmotor. Und haben uns sogar diese Überprüfung in Rechnung gestellt. Also es ist eigentlich eine absolute Unverschämtheit. Und wie gesagt, Citroën fühlt sich da gar nicht zuständig. Und weil wir eben jetzt so viel Öl verbrauchen, habe ich jetzt dieses Öl von Knorr Auto. Das ist ja 0W30, das man braucht. Und eben dieser Motor braucht halt eben dieses PSA B7123312. Gibt es verschiedene Hersteller, aber wir nehmen jetzt halt eben das. Das ist noch ein paar Euro billiger. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie viel Öl da reinpasst. So, ihr seht, ich habe es jetzt frisch angefangen, sind 5 Liter drin. Ich fülle jetzt mal einen halben Liter etwa ein und dann schauen wir im Ölmessstab. Man soll es ja auch nicht überfüllen, weil es sonst so Blasen und Schaumbildung geben kann. Das ist auch ein Problem. Ihr seht es an der Skala, jetzt habe ich etwa 4,5 Liter noch drin. Das heißt, einen halben Liter habe ich eingefüllt und jetzt schauen wir mal mit dem Ölmessstab. Und ihr seht von Öl noch gar keine Spur. Wir sind noch nicht mal im Mindestbereich.
Also das heißt, kommt gleich der nächste halbe Liter rein. Jetzt habe ich 1 Liter Öl drin und jetzt sind wir quasi knapp unter dem Mindestbereich. Das heißt, jetzt kann eigentlich noch mal 1 Liter rein. Ihr müsst dazu wissen, das Auto hat 3,5 Liter Öl. Also jetzt fülle ich noch mal Öl nach. Ich habe jetzt noch 3 Liter Öl drin, das heißt, ich habe 2 Liter Öl im Motor gefüllt und jetzt zeige ich euch mal, wie der Motorölstand jetzt ist. Jetzt ist der Motor wieder voll mit Öl, aber ich habe halt eben, wie gesagt, 2 Liter gebraucht. Und schaut euch mal das an. Vor genau 3 Monaten, am 20. Juni, wurden 3,5 Liter im Motor gefüllt und jetzt fehlen schon wieder 2 Liter. Das heißt, in dem Motor sind jetzt von 3,5 Liter nur noch 1,5 Liter drin gewesen. Und jetzt schauen wir mal nochmal auf den Kilometerstand. Das Öl wurde getauscht oder eben aufgefüllt bei 93.500 und jetzt gehe ich mit euch mal ins Auto und wir schauen mal, wie viel Kilometer der gefahren ist. So, der Motor hat jetzt 96.740, das heißt, er ist etwas mehr wie 3.000 Kilometer gefahren mit 2 Liter Öl. Also Wahnsinn für mich. Also 3.000 Kilometer, 3 Monate und man braucht 2 Liter Öl. Und was halt eben auch ist, dass er ständig eben diese Fehler hat. Jetzt machen wir mal den Motor an. Motorfehler zeigt er jetzt nicht an. Jetzt gehe ich mal mit euch ins Menü. Wenn man hier auf Fahren geht, dann kann man hier Diagnose, Check Diagnose. Und schaut mal, jetzt habe ich keinen Motorfehler drin, aber ich habe ständig drin Glühlampe, Fernlichteffekt, manchmal auch Abblendlichteffekt. Das haben wir auch in der Werkstatt reklamiert und da haben die dann auch nur gemeint, ja, sie hätten mal das Licht abgeklemmt und dann hätte er gar nicht reagiert. Wir hätten gar keine Erkennung, ob die Lampen defekt sind. Tja, auch das ist der Citroën Vertragshändler. Der ist damit zufrieden. Stört die ja nicht, die Fehler kommen und gehen. Und ich frage mich halt auch, hier steht dann oft auch Motorfehler drin, ob da nicht irgendein Steuergerät noch zusätzlich defekt ist. Aber wie gesagt, der Vertragshändler kriegt es nicht hin. Weder dieses Ölproblem, weil meiner Ansicht nach, der Motor verliert kein Öl, das wird man ja sehen. Der verbrennt es einfach. Der verbrennt tatsächlich das Öl. Und in den ersten 5 Jahren, eben bis dieser Zahnriemen sich aufgelöst hat, hatten wir einmal im Jahr immer die Wartung und Inspektion mit dem Ölwechsel und haben nie Öl nachfüllen müssen. Der hat nie mehr Öl gebraucht. Das hat immer gepasst. Und jetzt ist es wirklich so, wenn ihr mal überlegt, wir fahren etwa 12.000 Kilometer im Jahr. Das heißt, wir brauchen 12 Liter Motoröl. Und das ist auch durchaus ein Kostenfaktor. Das Billige jetzt vom ATU, das kostet auch 65 Euro 5 Liter. Das heißt, da ist man bei 13 Euro pro Liter. 12 mal 13 könnt ihr ja ausrechnen. Also brauchen wir quasi 2,5 Kanister pro Jahr. Also das ist ein richtiger Kostenfaktor. Das Öl kostet uns mehr hier als die Steuer für das Auto. Und das liegt wirklich an diesen PureTech 110 Motoren mit den 3 Zylindern. 110 PS bei 1,2 Liter Hubraum ist zwar toll. Der Spritverbrauch ist auch wirklich in Ordnung, muss man sagen. Also wenn wir mal hier reingucken, 8,7, ja. Viel Stadtverkehr, wenn man Autobahn auch fährt, also man kommt auch unter 8 Liter. Es ist ein wirklich voll besetztes Auto mit Gepäck, 4 Personen, kann man nichts sagen. Aber das geht wirklich zu Lasten der Haltbarkeit. Jetzt haben wir ein Auto mit 96.000 Kilometer, das man quasi nicht gescheit verkaufen kann, weil einfach der Motor halt hinüber ist. Kriegt man nichts mehr dafür und wir haben in jedem Urlaub eigentlich das Problem, dass wir mit einem Motorfehler liegen bleiben. Also eine absolute Katastrophe. Falls ihr das Ähnliches habt und auch diese Lichtfehler, würde es mich super freuen, wenn ihr mal einen Kommentar reinschreibt. Und natürlich würde es mich auch echt freuen, wenn ihr einen Kanal abonniert und mich da einfach ein bisschen unterstützt, dass ich mehr Videos machen kann. Also ich danke euch und schreibt mal rein, wie eure Erfahrungen mit diesem PureTech 110 Dreizylinder von Citroën, beziehungsweise Peugeot, das ist ja alles das Gleiche, was ihr da Erfahrungen gemacht habt. Ich danke euch.